Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht sie schon im Hintergrund. Wir haben wieder eine Lok vor uns und zwar handelt es sich um eine Fleischmann Diesellok der Baureihe 110. DDR-Variante, ne? Ganz wichtig. ich, Vogel, habe die Lok schon auseinandergenommen. Also hier kann man ja sehen, Platine und Decoder. Die Lok an sich fährt, aber ich zeige euch das jetzt mal. Vielleicht kann man das sehen. Hier innen ist es... Naja, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Auf jeden Fall verharzt. Und darum werden wir uns jetzt erstmal kümmern. Das Gehäuse an sich brauchen wir nicht. Die Lok ist digital, also bei mir fährt sie an sich nicht. Aber der Vorteil ist, ich kann die Lok auch analog fahren lassen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie man die Lok überhaupt auseinander macht. Weil hier unten ist auch eine Kupplung gebrochen. Also die Kupplung war gebrochen, sagen wir es mal so. Ich habe die schon rausgezogen. Das ist diese Kupplung hier. So eine ganz normale Steckkupplung. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, langes Sinn? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir zerlegen jetzt einfach mal die Lok. Und fangen an, die mal etwas auseinanderzubauen. So, das dürfte jetzt an sich eigentlich kein Problem sein. Genau. Ganz wichtig, wenn ihr die Abdeckung hier entfernt und dann hier die Halterung für die Kupplung entfernt, müsst ihr aufpassen, weil hier ist nämlich ein Draht drin. Ne? Ich weiß nicht, kann man das in der Kamera sehen? Ja. Dieser kleine Draht ist wichtig für die Kupplung. Den legen wir mal hier rein. Das gleiche Spielchen machen wir natürlich auf dieser Seite auch. Erstmal abnehmen. Und dann kann man... Moment, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Erstmal die Kupplung hier unten rausziehen. Genau. Und jetzt kann man die Halterung für die Kupplung ganz gechillt entfernen. Natürlich hierbei wieder darauf zu achten ist, diese Feder, dieser Draht, was da unten ist. So, weiter bin ich noch nicht gekommen, weil ich habe sie mir nämlich gestern Abend schon mal angeschaut. Das heißt, wir müssen jetzt hier kurz mal ein bisschen spreizen. Natürlich ohne irgendwie was abzubrechen. Also ich hoffe doch. Oh, das müsste jetzt eigentlich... Ne, weil man hat nämlich hier so ein Hindernis, sage ich jetzt einfach mal. Man muss dieses Stück irgendwie, wie soll ich sagen, ein bisschen rüberbiegen. Ja, genau. Also sprich, das hier ein bisschen rausziehen oder rüberbiegen, je nachdem. Aber bitte natürlich nichts kaputt machen, das ist ganz klar. Und dann dasselbe Spielchen natürlich auf der anderen Seite auch. Und dann sollte das eigentlich ohne Probleme abgehen. Ja. Das war jetzt ein bisschen, sah jetzt ein bisschen brutal aus, aber ich muss gestehen, ich hatte die Lok noch nicht in der Hand. Also ich habe die Lok zwar schon vom Ronny bekommen, Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, aber ich habe die Lok noch nie von Fleischmann gehabt, also sprich noch nie wirklich so zerlegt, wie ich sie jetzt da tue. Ne? Dann entfernen wir mal die Drehgestelle. Dazu nehmen wir eine Pinzette und schieben den Bolzen einfach raus oder rüber. Wenn er denn mal rauskommen würde. Der ist ja richtig fest drin. Sag mal. Ah, geht doch. So, wir haben hier wieder die rechte Seite. Das gleiche machen wir auf der linken Seite genauso. Da scheint es ein bisschen einfacher zu gehen.
Das entfernen wir auch mal. Das sind die Kontakte. Jawohl, der ging sogar ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Dann haben wir hier das linke Drehgestell, rechte Drehgestell. Und dann wieder hier die Kontakte. So. Natürlich wieder vorsichtig sein. Ich möchte hier natürlich auch nichts kaputt machen. Ich habe nicht schon wieder Bock, irgendwelche Ersatzteile zu bestellen. So, nun die Frage. Wie kriegt man den Motor raus? Ah ja, okay, ich sehe schon. Der Motor ist hier unten, wie soll ich sagen, fixiert. Das heißt, man kann einfach mit so einer Nadel hier unten einfach hier reinstechen und die Abdeckung für den Motor, also sprich das hier, kann man dann einfach lösen. Das ist dann auch an sich überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich mache diese Lok zum ersten Mal. Jetzt darf ich halt nichts verwechseln. So, wir haben hier die obere Seite von dem Motor. Das heißt, wir markieren uns das mal mit einem X. So. Ja, man sieht es auf jeden Fall schon. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Gibt es hier einen... Ja, habe ich da. So. Ja, das hier ist halt wieder das ganze Fett. Das schmieren wir jetzt einfach mal da oben hin. Aber das wird ja sowieso dann alles komplett sauber durch das Ultraschallbad. So, das gleiche machen wir hier auch nochmal. Okay. Dann schauen wir uns die mal von unten an. Naja, gut. Man sieht's halt, ne? Da hat wieder wahrscheinlich jemand viel zu viel Fett reingetan. Naja, was soll's. Als nächstes schauen wir uns mal den Motor an und dann die Drehgestelle. Na, dann schauen wir uns mal die Drehgestelle an. Wir haben hier natürlich noch ein Zahnrad, was ich nicht gesehen habe. Genauso wie hier. Naja, gut. Na okay, man kann hier natürlich auch schon erkennen. Also ich glaube, ich zoome jetzt mal ran. Ich muss halt allerdings im Bild bleiben. Hier sind auch schon ein paar Haare drin. Aber naja, das ist an sich so kein Problem. Das schmeißen wir dann ins Ultraschallbad rein. Genauso wie dieses Drehgestell. Das schmeißen wir auch ins Ultraschallbad rein. Achso, noch ganz kurz zum Öffnen, also zum Herausholen der Achsen, müsst ihr hier einfach nur, ihr seht sie hier, hier ist es einfach nur eingeklipst, den Clip nach oben und dann ist es natürlich schon erledigt. Ne? So. So schaut es dann aus. Ja gut, die sind auf jeden Fall sehr dreckig. Ach du Scheiße. Ihr seht es ja wahrscheinlich gerade selber hier. Hier wieder haufenweise Haare drin. So, meine Damen und Herren. Bin auch wieder da. Ich mache das jetzt erstmal anders. So, und zwar zeige ich euch jetzt, wie man das so sauber macht, beziehungsweise wie ich das so sauber mache. So, dazu werde ich aber dann wahrscheinlich den folgenden Clip etwas leiser machen, also nicht wundern. Nicht wundern, warum hier nur ein Zahnrad liegt. Das Problem ist, ich habe gerade mein Zahnrad verloren. Das liegt im Ultraschallbad und das Ultraschallbad ist kohlrabenschwarz. Also heißt es, Zeit für einen Wechsel, meine Freunde. Also, ich hoffe, man kann mich noch verstehen.
Na, bleibst du hier? Mann, nehme einfach hier die Achse. Hier ist meine Airbrush-Pistole und dann heißt es einfach schön trocken pusten. So, jetzt ist die Achse schon fertig, die ist trocken. Aber ihr seht es ja wahrscheinlich noch, man hat hier noch sehr viele Haare drin. Es ist mir aber jetzt erstmal in dem Moment egal, ich mache jetzt erstmal alles trocken. Und danach werden die Drehgestelle nochmal angeschaut, die Achsen nochmal angeschaut. Und dann werde ich die Achsen selbstverständlich reinigen. So, jetzt, wenn das so einigermaßen trocken ist, gehe ich nochmal so drüber. Ups, natürlich nicht so, sondern so drüber. Und ihr seht, es ist wieder schön sauber. Hier in den Zahnrädern, ich weiß nicht, ob man das jetzt, doch kann man erkennen, genau. Wir haben hier in den Zahnrädern halt jede Menge Haare. Fragt mich nicht, wie die Haare da hinkommen, das kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hier diese sogenannten Haare, ne, sieht man ja hier, entfernen. Und wenn ich das erledigt habe, dann schalte ich euch mal wieder dazu. Also Leute, wie ihr seht, habe ich die Achsen schon zusammengebaut, einmal hier, einmal hier. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal, ob der Motor funktioniert, ne, das ist ja auch das Wichtige. Ich muss das komischerweise immer noch mit diesen Drähtchen machen. Ich habe keine Ahnung, was der Kollege, der analoge Gerd, für ein Ding hat. Also ihr hört, beziehungsweise ihr seht, jetzt bin ich abgerutscht. Der Motor dreht sich natürlich. Jetzt geht es erstmal an den Zusammenbau. Die sogenannten Kontakte oder wie das da heißt. Ah, genau. Das habe ich noch vergessen. Dann nehmen wir uns mal kurz einen Glasfaserstift und man sieht ja hier die Kontakte. Da kommen dann diese sogenannten, ich sage jetzt mal, diese Schleife oder was das da ist hier drauf. Ich sage jetzt einfach Kontakte, das ist mir jetzt wurscht. Ich bin nicht so der Typ, der diese Fachbegriffe drauf hat. Und hier sieht man schon ein bisschen eine Veränderung, also eine Verfärbung, sagen wir mal so, ein bisschen, das ist ein bisschen dunkel. Jetzt gehe ich hier mit dem Reinigungsstift drüber. Und man sieht deutlich, also ich sehe es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Diese Seite ist wieder heller als diese Seite. Einfach mal hier ein bisschen mit dem Glasfaserstift schön drüber. Naja, und dann kann man das wieder besser erkennen, glaube ich. Also ich erkenne es auf jeden Fall. Wie das jetzt in der Kamera rüberkommt, das kann ich euch jetzt natürlich leider nicht sagen. Dann hauen wir mal, ah ja, genau, Moment, erst mal den Motor rein. Dann kommt hier, jetzt bin ich gerade wieder etwas durcheinander, Leute, tut mir leid. Dann kommt hier dieser Clipser rein. Na komm. Jawohl, Motor sitzt fest, so soll es sein. Dann nehmen wir uns hier unser Zahnrad, ups, unser Zahnrad. Und Moment, muss ich mal ganz kurz, nee, das war so rum, genau. Und dann hauen wir das mal wieder alles schön zusammen. Ich hoffe, ich kriege es jetzt beim ersten Mal rein. Jawohl, Alter, da hängt noch was dran, das machen wir mal weg. So.
immer ein bisschen blöd, das, diesen Bolzen da richtig reinzukriegen. Aber siehe da, es ist schon mal drin. Schaut auch schon mal ganz gut aus. Das gleiche machen wir jetzt natürlich auch auf dieser Seite. So, auch mit dem Glaswasserstift mal ganz kurz drüber gehen. Das schaut wieder besser aus. Das heißt, wir nehmen hier wieder unser Zahnrädchen. Und ja, da hängt noch ein Haar, das ist nicht gut. So, jetzt brauche ich nochmal diesen Bolzen hier. So, dann müsste das jetzt eigentlich auch auf Anhieb reingehen. Jawohl. So, das ist schon mal in Ordnung. Okay. Ich habe jetzt leider nur noch so eine Kupplung da. Und ich habe auf der anderen Seite diese Kupplung. Also mich persönlich stört es jetzt nicht wirklich, weil eventuell werde ich sogar die Lok für mich behalten. Bloß mein Kollege weiß noch nichts von seinem Glück. Nee, ist wirklich eine schöne Lok. Ich habe auch so eine von meinem Kollegen Ronny bekommen. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ist natürlich selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns doch mal um die Kupplungen hier. Das, was ich gerade gemacht habe hier mit dem Finger, das war jetzt übrigens diese komische Feder oder was das da ist, dieser kleine Mini-Draht. Ne? Ich weiß nicht, das kann man bestimmt sehen. Der muss hier hinten in den Schlitz... jetzt ist er weg. Der muss hier hinten in den Schlitz rein und das ist gerade nicht so... nicht so prickelnd. Na komm, gehst du rein. So. Da sitzt er schon mal. Also ich habe hier die Halterung für die Kupplung wieder eingebaut. Das zeige ich euch jetzt trotzdem nochmal, weil ich glaube, ich habe das jetzt echt nicht aufgenommen. Also, ne, so war das. Ich habe hier natürlich einen kleinen Mini-Mini-Draht, sagen wir es mal so. Den muss ich erstmal einsetzen. Dann kommt die Halterung für die Kupplung rein. Und dann kommt die Abdeckung hier drüber. So, und so sitzt es schon. Und man siehe da, vielleicht hört man es auch. Klick, 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 klick. Funktioniert auf jeden Fall. Jetzt würde ich sagen, setzen wir mal die Platine wieder drauf. Und, das war so rum. Und ich hoffe dann natürlich, dass die Lok auch wieder so funktioniert, wie ich das möchte. So, hier hat es Klick gemacht. Das ist schon mal drin. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um den Kontakt. So, das ist auch soweit in Ordnung. Ah, okay, ich seh das Problem. Das ist hier unten. Das liegt hier unten. Ich glaube, da muss ich noch mal kurz das Drehgestell abmachen, Leute. Irgendwas hat sich da gerade verklemmt und ich will natürlich halt auch nichts kaputt machen, das ist ganz klar. So, das kommt hier rein. Na, das müssen wir mal jetzt leider ein bisschen biegen, dass ich das so hinkriege. Genau, jetzt, perfekt. Jawohl. Das sitzt. Passt, wackelt und hat Luft. Jawohl.
Perfekt, der Bolzen oder der Stift ist auch wieder drin. Achso, ich war nicht im Bild, Entschuldigung. So, also wie gesagt, hier, die Kontakte sind wieder auf der Platine. Obwohl ich aber mit dem Kontakt hier nicht so zufrieden bin, weil der rutscht immer ein bisschen runter. Vielleicht kurz ein bisschen nach unten biegen oder sowas. Naja, macht doch eigentlich einen ganz guten Eindruck. So, dann wollen wir doch mal probieren, ob die Lok überhaupt fährt. So Leute, ich bin hier gerade beim Kollegen, bei meinem Namensvetter, dem Benny. Die Lok ging bei mir nicht mehr, weil ich Benny lacht schon, weil ich den Decoder falsch schon mal eingebaut habe. Eigene Dummheit. Na gut, die Code ist jetzt erstmal drin. Ich kann es bei mir persönlich nicht auslesen. Ne, um die Lok handelt es sich. Also, gib mal Stoff, Benny. Was hast du gesagt, ist das für eine Decoder Original Fleischmann, ne? Timo. Okay. Also zumindest auslesen hat Timo gesagt. Okay, also ihr seht, die Lok fährt. Also bei mir fährt es auf jeden Fall nicht, weil ich Selectrix habe und ja, nicht diese Decoder. Ne, perfekt. So an sich bin ich doch zufrieden. Ich muss nur noch ein bisschen Öl reinhauen und dann kann die Lok eigentlich wieder den Besitzer abgegeben werden. Beziehungsweise ich muss hier noch ein paar, seht ihr glaube ich selber, da fehlen noch die Puffer. Da müsste ich noch welche zu Hause haben. Naja. Ich habe euch ja im vorherigen Clip gesagt, dass die Lok, also sprich, es handelt sich natürlich immer noch um diese Lok hier, dass die bei mir nicht fährt. Das hier ist ein CMOS Decoder oder wie der heißt. Ich werde es auf jeden Fall nochmal einblenden wahrscheinlich. Und dieser Decoder kann, ja, wie soll ich sagen, das Programm, das ich benutze, um digital zu fahren, ist Selectrix. Und dieser Decoder kann das anscheinend nicht lesen. Deswegen bin ich auch zum Kollegen, zum Benny gefahren und habe die Lok testen lassen. Ihr habt es im vorherigen Clip schon gesehen. Die Lok funktioniert bei ihm. Die Lok funktioniert auch mit Licht, alles Mögliche. Aber dieser Decoder hier kann auch analog fahren. Also ich werde jetzt nicht das Gehäuse drauf machen, weil ich muss natürlich noch schauen, ob ich die Puffer finde. Das ist jetzt nur mal so Probe. Also sprich, wenn ich jetzt vom Benny, der hat noch zwei Decoder mitgegeben, wenn ich den da einbaue, fährt diese Lok hier auch bei mir digital. Ne? Das schaut jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ihr seht, die Lok selbst fährt. Ich bin doch an sich echt zufrieden damit. Außer, dass der Bolzen jedes Mal hier rauskommt. Das geht mir tierisch auf die Nerven. Jetzt habe ich mich voll versprochen wahrscheinlich. Egal. Ne? Aber so an sich, ihr seht, ich bin zufrieden. Jetzt muss ich halt nur noch dann die Kupplungen vorne noch dran machen, weil hier fehlt die Kupplung. An der Seite fehlt die Kupplung. Aber das ist an sich natürlich überhaupt kein Problem. Die Lok wird dann im Nachhinein auch noch geölt. Naja, das war jetzt ein bisschen komisch mit dem Video. Das ging aber leider irgendwie nicht anders. Ja, also ihr habt gesehen, die Lok an sich fährt ohne Probleme. Jetzt kommen natürlich noch die ganzen Puffer drauf und die Kupplungen und dann ist das Ding wieder fit. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Danke, wie immer, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.